Hallo liebes Publikum der Hessen-Chem Lügenpresse. Mein Name ist Christopher Ray Lenz und ich bin Ihr Kandidat im Wahlkreis Gottkaiserreich Hüttenberg, ehemals Lahnwedel 2, der Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative, die Partei. Ich würde sagen, ein Schlüsselerlebnis aus meinem Leben war vor allen Dingen ja so in der prägendsten Zeit auch, also so mit 14, 15, 16 sage ich jetzt mal. Ich habe zu der Zeit in Sachsen gewohnt, spezieller in Görlitz und bin dort des Öfteren Opfer rechter Gewalt geworden. Das war sozusagen das erste Mal, dass ich gemerkt habe, dass mit der politischen Einstellung, die man hat, dass es da Leute gibt, die das dann auch anders sehen können und dass das tatsächlich zu Problemen führen kann, was ich früher jetzt nicht unbedingt gedacht hätte, weil man ja schon in einem Land lebt und das war dann immer so etwas merkwürdig am Anfang noch für mich. Das war zu der Zeit, als die NPD in Sachsen in den Landtag dann auch gezogen ist und ich glaube, das war so der erste Moment für mich, wo ich mich politisch in irgendeiner Weise genötigt gefühlt habe, sage ich mal, mich einordnen zu müssen. Und diese Gewalt, die ich dort vor 15 Jahren halt schon regelmäßig erfahren habe von rechter Seite aus, hat mich sehr motiviert, dann etwas dagegen zu tun. Ja, dankbar und stolz. Stolz finde ich immer etwas schwierig, weil Stolz bedeutet ja letzten Endes, dass man sich selbst ein bisschen auf die Schulter klopft und das liegt mir ehrlich gesagt fern, auch wenn man das nicht unbedingt immer glauben mag. Ich bin meistens eher dann nicht stolz auf Sachen, die ich selbst geleistet habe, sondern ich bin dann mehr stolz darauf, dass ich Leute hatte, die mir dann auf dem Weg da irgendwie weiterhelfen, mich unterstützen und so weiter. Beispielsweise ist es für eine Partei für uns natürlich auch alles nicht ganz so einfach, bei Wahlen anzutreten. Und dass ich jetzt bei einer Wahl antrete, dass überall im Lahn-Dill-Kreis jetzt Plakate von mir hängen, mit der wir Werbung machen und sowas, ist es was, worauf ich vielleicht ein bisschen stolz bin, aber ich bin mir da beispielsweise auch bewusst, dass das nicht meine alleinige Leistung ist, sondern da stecken etliche andere Leute dahinter, weil ich plakatiere nicht jedes Plakat, was hier steht. Es ist so viel Organisation, wo Leute mir helfen und ich bin stolz, dass diese Leute mir helfen. Das ist, glaube ich, das, was ich am ehesten sagen würde. Ja, und wir bei der Partei sagen ja auch gerne, dass wir niemanden vergessen werden, der uns auf dem Weg zur Machtergreifung unterstützt hat. Und das sehe ich ähnlich. Das Thema Jugend und Politik ist vielleicht sogar der Hauptanstoß, weshalb ich damals den Kreisverband Lahn-Dill gegründet habe, weil ich mich sehr früh schon für Politik interessiert habe als Jugendlicher und festgestellt habe, dass das aber bei über 90% meiner Klassenkameraden und Bekannten eben nicht so ist. Und ich habe halt einfach einen Weg gesucht, wie ich was Vernünftiges erreichen kann, Jugend wieder zur Politik bringen, weil Politik ist das Wichtigste in unserem Leben, die Politik bestimmt über unser Leben und deswegen finde ich es wichtig, dass Jugendliche sich mit dem Thema auch auseinandersetzen und gebe mein Bestes, um Jugendliche für Politik zu interessieren und behaupte auch einfach mal, dass wir von der Partei Die Partei das besser hinkriegen als viele andere Parteien. Nach meinem Sieg bei der Landtagswahl werden wir erstmal das hessische Landeswappen umändern. Wir von der Partei haben uns da auch schon gekümmert. Das hessische Landeswappen, wenn ich es Ihnen einmal zeigen darf, wird in Zukunft so aussehen. Zudem haben wir natürlich auch für unseren geliebten Lahn-Boretsch-Kreis ein eigenes Logo entworfen. Das werden wir Ihnen aber dann nochmal auf einer wunderschönen Fahne demnächst präsentieren, live. Ja, also eins unserer Hauptthemen der Partei Lahn-Dill und auch von mir ist der Bau des Klaus-Wowereit-Flughafens hier in Weidenhausen auf dem zukünftig ehemaligen Gelände des Dorfgemeinschaftshauses hinter mir. Dort soll bis 2023 der Klaus-Wowereit-Flughafen nach Vorbild des BER entstehen, vielleicht auch später. Ja, und hier am Klaus-Wowereit-Flughafen soll zudem auch die erste Haltestelle der Lahn-Boretsch-Seilbahn erbaut werden. Die Lahn-Boretsch-Seilbahn wird die Gemeinde Hüttenberg mit den Städten Gießen und Wetzlar verbinden, um endlich die Probleme des ÖPNV hier im südlichen Lahn-Dill-Kreis zu beheben.
Die Seilbahn ist einfach das Einzige, was hier noch Sinn macht. Ich meine, unsere Busse und Bahnen sind entweder überfüllt oder kommen ständig zu spät. Dann hat man ständig irgendwelche Demonstrationen in Wetzlar gegen die Sperrung sinnloser Hauptverkehrswege oder sowas. Und die Seilbahn ist einfach das einzige Verkehrsmittel, was dem Ganzen gewachsen ist. Und deswegen ist die Seilbahn die einzig vernünftige Lösung. Ich war früher auch immer der Überzeugung, dass es ein bisschen ist, als würde man seine Stimme wegschmeißen, wenn man eine kleine Partei wählt. Das Problem ist, dass mir persönlich die großen Parteien gezeigt haben, dass man seine Stimme auch einfach wegschmeißen kann, wenn man was Großes wählt. Ich habe mich damals bei der letzten Europawahl dann intensiv mit den kleineren Parteien beschäftigt und muss sagen, dass die Partei die einzige Partei ist, in der ich das Gefühl habe, ich selbst sein zu können, mich nicht verstellen muss. Und zudem ist unsere Bundespartei sehr angenehm. Unsere Leute aus dem Landesvorstand sind super cool und wir vom Kreisverband Land Lille sind eh der Hammer. Von daher, für mich gibt es keine Partei außer der Die Partei. Ich fühle mich dort wohl, ich habe das Gefühl, ich kann ich selbst sein und ich muss mich nicht verstellen und ich muss mich vor allen Dingen nicht rechtfertigen.